Nun ist es also soweit. Unsere Suche nach neuen Rekruten für unsere Sache war wieder einmal erfolgreich. Wir dürfen heute ein neues Mitglied in unserer Gemeinschaft willkommen heißen. Er war ein heimatloser Wanderer. Er war ein Ausgestoßener und auf der Suche nach seiner Bestimmung. Doch ab heute ist sein Weg klar. Fest im Glauben an Kalan und mit großem Mut wird er seine neuen Aufgaben meistern. Ja, wir hatten oft Probleme mit unserem Nachschub und viele Entbehrungen zu beklagen. Doch die vielen Jahre des Wartens und des Krieges haben uns nur noch stärker gemacht. Und wir werden nicht ruhen, bis das Unheil des Elex von dieser unserer Welt verbannt ist. Ja, wir sind jetzt noch wenige, doch unsere Zahl wird sich bald schon wieder mehren. Zaudert nicht, meine Freunde. Solange uns so gute Männer wie dieser hier sich uns anschließen, gibt es guten Grund zur Hoffnung. Geh nun, erfülle uns mit Stolz und gib den Deinen Zuversicht und Erlösung. Kleriker von Ignaton. Willkommen bei den Klerikern. Du hast jetzt Zugang zu den exklusiven Fähigkeiten der Kleriker. Psi-Verstärker wählen, Psi-Werfer wählen. Was? Ich weiß doch gar nicht, was ist. Was ist denn das hier? Psi-Verstärker wählen, Psi-Werfer wählen. Was ist denn was? Das klingt schwerer. Ich nehme das. Das klingt nach einer schweren Waffe. Ich nehme das hier. Du hast eine magische Waffe erhalten. Öffne mit dein Inventar und platziere sie in der Schnellstartleiste, um sie zu verwenden. Das ist fantastisch. Ja, Falk, ich wusste, dass dir das gefällt. Schreib mal fantastisch mit PH. Magie. Schwarzes Loch. Erzeugt ein schwarzes Loch, das alle Lebewesen in sich hineinzieht. Kettenblitz. Psionischer Arm ist das. Jetzt braucht das mal. Ach so. Okay, und was ist das da unten? Okay, das ist. Der Fernkampfwaffe, ist schon klar. Dann kann ich mich umentscheiden. Ich meine, ich habe eine coole Rüstung. Ist die jetzt viel besser als meine alte? Akolytenrüstung. Oh ja. Oh ja. Oh, guck dir das an. Nee, gar nicht. Plus 50 Paradestärke, plus 16 Rüstung. Ich wollte gerade sagen, ist viel besser, weil vorher war ich bei 5 oder so. Das war nur der Helm. Ja, aber die 5, wir wissen, 5 Punkte machen viel aus. Paradestärke, ja, das ist wirklich. Ich muss wirklich blocken eigentlich, aber das Ausweichen ist nützlicher. Problem ist, ich habe jetzt gar keine Lernpunkte, ne? Das ist doof. Doch, habe ich. Ich habe jetzt 2. Kleriker. Psi-Fähigkeiten halten entweder länger an oder richten größeren Schaden an. Dieser Effekt steigert technische Waffenbau. Man erlaubt dir an der Werkbank Kleriker-Waffen mit technischen Rüstungen unterschiedliche Schadensarten auszurüsten. Suggestion. Erlaubt dir in bestimmten Dialogen andere mit Hilfe von Gedankenkontrolle zu beeinflussen. Werde ich auf jeden Fall, ja. Reinigung, Kraftschild, Kraftwelle, Kraft, das letzte, das kann ich nicht. Intelligenz fehlt. Kraftwelle, Kraftprojektion. Wäre der Werfer besser gewesen als das Ding hier? Ich meine, ja, es ist nett, aber irgendwie ist komisch. Das finde ich jetzt doof.
dass ich gar nicht wusste, was ein Werfer ist und was ein Ding ist. Jetzt muss ich den Spielstand neu laden und gucken. Das ist echt scheiße, dass man nicht, dass nicht gesagt wird, ja, Psi, Werfer, Psi, Ding. Ja, wo soll ich denn wissen, was ist? Das ist doch bescheuert. Du kannst doch den Spieler nicht so, nicht mit so einer Entscheidung überrumpeln. Ich meine, ich könnte wahrscheinlich immer noch zu einem... zu einem Ding gehen. Ich muss Intelligenz ein bisschen erhöhen. Zu einem Händler gehen und den Psi-Werfer holen, aber ja, gut. Ein bisschen bereue ich es jetzt schon, Kleriker geworden zu sein, weil die haben wirklich einen starken Fokus auf Fernkampf, ne? Fernkampf ist nicht einfach auf Konsole, aber egal, ich werde es schon irgendwie hinkriegen. Reinhold! Was genau bedeutet es, ein Akolyt der Kleriker zu sein? Als Akolyt hast du dich für die Gemeinschaft einzusetzen und deinen Glauben an Kalan zu beweisen. Auf kurz oder lang werden wir dich dann zu einem Legaten ernennen. Aber so schnell zuvor geht das. Hast du die Pflichten eines Akolyten zu erfüllen. Wo soll ich anfangen? Es ist für jeden Kleriker Pflicht, zumindest die Grundzüge der Suggestion zu lernen. Du solltest am besten zu Balder gehen. Er ist unser oberster Suggestor. Er wird dir Näheres darüber erzählen können. Außerdem hat jeder neue Akolyt eine Wallfahrt zu begehen, um den Glauben an Kalan zu festigen und um Erfahrung zu sammeln. Auch dafür wirst du dich bei Balder melden. Des Weiteren wirst du mit Martha sprechen. Sie wird dir sagen, wie du dich in der Gemeinschaft nützlich machen kannst. Dann sehen wir weiter. Alles klar, ich muss also die Pilgerreise antreten, als Wallfahrt. Also ich muss wahrscheinlich zu den Schreinen, zu denen wir schon hin sind, teilweise. Okay, wir sind jetzt Akolyt der Kleriker. Also da springen sie schon freudig rum, da freuen sie sich für uns. Das ist aber nett. Also zum Balder. Das kann doch so nicht weitergehen, oder? Ja, ich finde das auch höchst fragwürdig, wenn der mir die... Ich habe das Gefühl, wenn ich jetzt zu ihm hingehe und sage, bring mir die Grundzüge des der Suggestion bei, dann sagt er, okay. Und macht einfach mal Suggestion bei mir. So ein bisschen wie Snape. Anscheinend hast du dich entschlossen, ein Kleriker zu werden. Es tut gut, neue Gläubige in unseren Reihen zu wissen. Ich nehme an, Reinhold hat dich zu mir geschickt. Richtig. Dann hat er dir mit Sicherheit auch gesagt, dass jeder Akolyt dazu verpflichtet ist, die Grundzüge der Suggestion zu lernen. Ich werde es dir beibringen, wenn du die nötigen Voraussetzungen mitbringst. Des Weiteren ist jeder Neuling dazu verpflichtet, eine Wallfahrt im Namen Kalans zu unternehmen. Was ist das für eine Wallfahrt, die ich unternehmen muss? Bei deinen Reisen durch Magalan sind dir bestimmt schon mal die Kalan-Schreine aufgefallen. Vier dieser Schreine stehen auf einer Route durch ganz Ignadon. Diese vier Schreine musst du aufsuchen und an ihnen beten. An den Schreinen wirst du von Kalan auf die Probe gestellt. Wenn du gesund und erfolgreich von deiner Wallfahrt zurückkehrst, befindet dich Kalan als würdig, sein Diener zu sein. Wo finde ich die Schreine? Die Schreine befinden sich alle am Wegesrand alter Straßen oder Pfade und bilden einen großen Kreis. Wenn ich dir den Weg zu den Schreinen beschreiben soll, dann schreibst du am besten mit. Der erste Schrein befindet sich direkt außerhalb des Eingangs zum Hort. Okay. Von dort aus musst du nach Nordwesten weiter. An der rechten Straßenseite findest du den zweiten Schrein. Und okay. Von dort läufst du Richtung Süden zum dritten Schrein. Okay. Beim dritten angekommen, hast du es fast geschafft. Du musst nur noch einmal Richtung Osten, um den Kreis zu schließen. Viel Erfolg. Wir sind alle an der Straße. Zwei hatten wir schon. Okay. Bring mir etwas bei. Was möchtest du wissen? Ist die eine Narbe neu? Suggestion. So. Psi-Fähigkeiten halten entweder länger und Batterie erhöht den. Erlaubt dir an der Werkmann Klerikerwaffen mit technischen verbessert. Ein-Mann-Armee erhöht den von dir eingerichteten Schaden, sofern du ohne Gefährte unterwegs bist. Lieber nicht.
Kraftreinigung erlaubt dir, die Psi-Kraftreinigung einzusetzen. Reinig dich von allen Statuseffekten. Abklingzeit 5 Sekunden. Schade. Beschwört ein Kräfteschild, das sich zusätzlich vor Schaden schützt. Phasenverschiebung. Wenn du ausweichst, bleibt an deinem ehemaligen Standort ein Hologramm zurück. Zusätzliche Schaden mit Distanzwaffen. Plus 50. Plus 50. Technische Waffen bauen. Weiß ich nicht. Dann kann ich ihnen Statuseffekte geben, oder? Das ist damit gemeint. Dass ich dann zum Beispiel mein Kettensäbel nehmen kann. Und dann macht er nicht normalen Schaden, sondern er macht zum Beispiel Giftschaden oder Blitzschaden oder so. Das ist jetzt nicht so geil. Aber eins mit der Waffe. Ich meine, wenn ich irgendwann. Ich meine, plus 50 Schaden bei allen Nahkampf. Es ist eine Kraft, die ich einsetzen muss. Ach so. Ja, das ist ja scheiße. Ja. Gibt's da nicht irgendwas Passives? Nee, ne? Das ist alles. Das muss ich selber casten und dann innerhalb von 40 Sekunden sterben. Erlaubt dir die Zielkraft Schild einzusetzen. Kraftreinigung. Kraftgesetz der Maschine. Ein-Mann-Armee. Das ist das Passive. Und das hier wäre das Passive. Okay, zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. Natürlich. Was hat er denn? Heiltränke. Kriegen der Vitalität, Energiespeicher, großer Heiltrank. Na. Jetzt muss ich natürlich auch Energiespeicher machen und so weiter, ne? Das war falsch. Mächtiger Heiltrank. Starke Ring der Verteidigung. Ich lerne ihn und ich werde es nie einsetzen. Aber es macht nichts. So, dann verkaufen. Schlangenbiss. Gaias Zorn. Energieregentenschwert 1. Zahnaxt 1. Ich behalte die mal, falls ich sie verbessern kann. Axt weg. Elis Waffe. Ich kann sie noch gar nicht benutzen. Der Todesstrafe steht. Laserblaster LSRC. Ist ein Witz. Weil ich einen Plasmawerfer benutzen kann. Ja gut, der macht auch nicht viel mehr Schaden. Aber Lasergewehr könnte ich benutzen. So, was? Nee, verkaufen Rüstung. Das Schachterhemd. Das Schrottsammlerhemd. Der Rose haben sie mir nicht gegeben. Ihr seht ja witzig. Und dann kann ich auch die ganzen Mana-Tränke und so weiter verkaufen. Weil die brauche ich ja nicht mehr. Irgendeine Quest vielleicht irgendwann mal, wenn einer sagt, hast du einen Mana-Trank für mich? Aber das war ja bisher nicht der Fall, also glaube ich nicht, dass da noch irgendwas kommt. Es kann natürlich sein, dass ich irgendwann ein Rezept finde, mit dem ich Mana zu Elix machen kann. Das wäre geil. So, Hammer. Ich gehe mit mehr Elixir weg, als ich gekommen bin. Schön. So, Ende.
Okay. Dann noch zur Martha. Verdient hat er das nicht. Haben wir denn nicht auch einen Quartiermeister irgendwo gehabt? Kann ich jetzt auch zum Hagen gehen und sagen, ich will Kampf trainieren? Hey, die haben ja einen neuen Prediger. Oswald. Hey, ich dachte Oswald wäre Ding. Hallo, mein Sohn. Wie geht es dir? Hast du Kalan bereits in dein Herz geschlossen? Hast du nicht noch vor kurzem Angst gehabt, suggestiert zu werden? Ja, das hatte ich. Jetzt bin ich wieder reinen Glaubens und habe eingesehen, dass es falsch war, was ich getan habe. Ich habe mit ein paar unserer besten Suggestoren zusammengearbeitet und sie haben mich überzeugt. Sie mussten mich nicht mal suggestieren. Sie haben einfach nur mit mir geredet. Jetzt weiß ich, dass es falsch war, was ich getan hatte. Nun kann ich mein Leben wieder ganz Kalan widmen und meine Predigen halten. Es freut mich, dass du mir geholfen hast, auf den rechten Pfad zu kommen. Wir sehen uns bei der Predigt, mein Sohn. Macht euch... Kalan wird die Reinen ins geheiligte Land bringen. Macht euch bereit. Okay. Komischer Typ. Sie haben einfach nur mit mir geredet. Das ist Suggestion. Die reden einfach nur mit dir und du kriegst gar nicht mit, dass sie eine Gehirnwäsche vornehmen. Das ist es ja. Deswegen gefällt es mir eigentlich nicht. Aber wenn ich selber kann, warum nicht einsetzen? Diese Woche ist wieder ein Bohrer kaputt gegangen. Ich suggestiere dich, damit er nicht mehr kaputt geht. So. Ich muss noch zu Martha, ne? Martha! Wie kann ich helfen? Ich habe ja schon geholfen. Ich gratuliere dir. Schön, dass du dich uns angeschlossen hast. Hier, damit dir dein Einstieg als Akolyt etwas einfacher fällt. Hat mir einer der Händler zugesteckt. Und da ich das Zeug nicht mag, kannst du ja vielleicht etwas damit anfangen. Das kann ich nicht. Warum gerade ich? Warum gerade ich? Ihr Akolyten habt es schon schwer genug. Da kann es nicht schaden. Um ganz ehrlich zu sein, würde ich an deiner Stelle zusehen, dass ich recht bald zum Legaten befördert werde. Sonst ist es gut möglich, dass du deine Entscheidung schnell rückgängig machen möchtest. Ich brauche dich, um Legat zu werden. Ich brauche dich, um Legat zu werden. Du brauchst nicht mich. Du brauchst lediglich eine Aufgabe, die beweist, dass du dich für uns einsetzt. Aber das lässt sich einrichten. Du könntest mir der Tradition gemäß beim Verteilen der Rationen behilflich sein. Oh nee, nicht wie damals. Ja, sollte mir nicht weiter schwerfallen, aber nicht wie damals bei Risen 1. Das war ja grauenvoll. Sollte mir nicht weiter schwerfallen. Die Zubereitung der Rationen dauert allerdings noch ein paar Stunden. Komm einfach später wieder und nimm sie in Empfang. Gib mir die Ration. Ich brauche noch etwas Zeit. Komm später wieder. Ein Versuch war's wert. Na gut. Hans! Der Hort bietet uns allen Sicherheit. Ich weiß gar nicht, wer du bist. Ich hab's vergessen. Levin. Zeig mir deine Ware. Alles klar. Handgranate. Ah ja, ich hab schon mal, genau, bei ihm war ich, bevor ich die ganze Aufnahme so vor ungefähr 5,5 Stunden angefangen hab. Und war überrascht, wie viele Handgranaten der hat. Da hab ich mir die Heiltränke gekauft, bevor wir die Aufnahme angefangen haben. Kleriker. Von dem tatsächlich noch welche übrig sind. Ich habe gedacht, die gehen schneller weg. Ist das eine Dusche? Tatsache, hier ist Klopapier. Kleine Dusche. Ist irgendwas? Nee, alles in Ordnung. Ja, so ganz sicher, ob ich als Kleriker glücklich bin, bin ich noch nicht, aber... Gut, dass ich dich treffe. Ich habe mir die ganze Nacht mit Arvids Lehren um die Ohren geschlagen, aber es hat sich ausgezahlt. Ich wollte eigentlich was lernen oder mit ihr reden, gucken, was sie sagen hat. Okay, hat sie ja. Genau, du meinst das Buch aus dem Archiv. Genau. Irgendetwas passt nicht zusammen. Zwischen den Zeilen liest sich das Machwerk viel zu technisch, als dass es sich um eine reine Glaubenslehre handeln könnte. Ach. Des Weiteren hat jemand ein paar Randnotizen auf einigen Seiten hinterlassen. Wer auch immer das Buch vor mir gelesen hat, war einem Rätsel auf der Spur. Dieses Rätsel können wir nur lösen, wenn wir den Hinweisen, die uns die Randnotizen geben, nachgehen. Pass auf, ich konnte aus den Notizen diese Koordinaten entschlüsseln. Ich bin mir sicher, wenn du ihnen nachgehst, stößt du auf weitere Hinweise.
Ich bin den Koordinaten aus Arvids Lehre nachge... Bin ich? Harte. Wieso rennst du vor mir weg? Wieso weichst du vor mir zurück? Ich tue dir nichts. Ich bin ein lieber, netter Mann. Hä? Anscheinend habe ich das bereits getan. Ich weiß aber nicht, welche Koordinaten sie meint. Das ist jetzt etwas doof. Ich bin den Koordinaten aus Arvids Lehren nachgegangen. Und? Was hast du entdeckt? Keine Ahnung. Wirf mal einen Blick drauf. Das sieht aus wie ein Teil eines größeren Rätsels. Ach du Scheiße! Und wenn es ein Puzzlestück gibt, dann müsste sich auch der Rest finden lassen. Hast du sonst noch etwas entdeckt? Ja, eine Karte. Eine Karte? Nun, dann such den Ort auf, der auf ihr verzeichnet ist. Ich würde ja mitkommen, aber ich bin hier wesentlich besser aufgehoben als da draußen. Viel Erfolg! Ach du Scheiße! Kannst du mir mit dem Rätsel von Arvids Lehren weiterhelfen? Ich würde dich wirklich gerne unterstützen, aber mir sind die Hände gebunden. Du wirst da draußen alle Hinweise zusammentragen müssen, bevor ich dir weiterhelfen kann. Oh nein! Oh nein! Bring mir etwas bei. Gut. Ich muss die Vier-Häuser-Sache lösen. Falk. Ach du Scheiße, ey, das Symbol oben neben der Lebensleiste hat sich verändert. Das war vorher eine Faust, jetzt ist es... Ich glaube, es war eine Faust. Jetzt ist es das Kleriker-Symbol. Interessant. Was haben denn die Outlaw... die Berserker für ein Symbol? Ein Schwert? Nee, das war was anderes. Die Berserker haben doch... Haben die nicht so ein Viereck oder sowas in der Art? Die haben auch eine geometrische Form, glaube ich. Ist sie wirklich so leichtgläubig? Ja, ich glaube schon. Oh, meine Stiefel riechen vielleicht. Ich kann... Ach so, das... Aber ich weiß nicht, wozu ich sie... Wie ich sie modifizieren kann. Also, manche Waffen kann ich dann modifizieren, damit sie besser sind. Ich könnte sie verbessern, aber dann wäre es schlechter. Ich könnte sie verbessern, aber kann ich sie nicht mehr benutzen. Ey, Adjutor! Ich kann es nicht verbessern. Schade. Gaias Zorn. Kann ich nicht verbessern. Zahnaxt kann ich verbessern, aber ich konnte es nicht mehr benutzen. Kann ich den Jagdbogen? Kann ich nicht verbessern, also könnte, nee. Den Plasma Blaster könnte ich verbessern und ich kann es auch benutzen, dann macht er 50 Schaden. Das Lasergewehr könnte ich verbessern, nee, kann ich nicht verbessern, weil ich kein reines Elix habe. Macht da 55 Schaden, das ist schon eine Menge mehr. Der Todesstrahl kann man nicht verbessern. Der Vollstrecker kann man auch nicht verbessern. Scheiße. Elix-Trank. Hey, guck mal einen an. So, Ring der Verteidigung. Ring der Kraft. Ich kann ja jetzt Ringe schmieden. Oh, ich habe Flügel und so ein Scheiß. Wieso brauche ich Flügel? Trollherz. Lass uns Trolle jagen gehen. Ring der Verteidigung. Kraft, das letzte Gefecht. Ah ja. Amulett des Banditenschlösses sind leichter zu öffnen. Taschendiebstahl wird leichter. Ich habe Klauen plus 1 dann. Rüstung minus 5, aber ich kann klauen. Was eigentlich nicht schlecht ist. Aber ich brauche es nicht unbedingt. Oh, guck mal, ich kann einen gelben Stein machen und einen grünen Stein. Und einen blauen Stein. Cool. Dann habe ich doch jetzt, warte mal, Adjutor. Kleiner roter Stein, kleiner blauer Stein, also kann ersetzt werden durch blauer Stein. Und das ist ein gelber Stein,
Bonuserfahrung durch Quests plus 3. Bonusresistenz plus 3. Bonus Wuchtschlag 1. Okay. Bonus Erfahrung Monster plus 3. Also 3 Erfahrungspunkte mehr pro Monster. Nee, dann mach ich lieber einen Schadenspunkt mehr. Hey, Anna, ich hab mich euch angeschlossen. Moment, warte. Anna. Anna. Ich hab jetzt keine Zeit. Oh Mann. Anna, ich hab mich euch angeschlossen. Goatheart. Bring mir etwas bei. Wird gemacht. Wieso bist du eigentlich ein Überlebenshändler, Lehrer, wenn du doch ein Ding bist? Macht gar keinen Sinn. Ansprechen. Routine wird fehlerfrei ausgeführt. Geile Kamera. Routine. Ja, das ist schön. Ich verstehe das nicht. Ich muss ja eigentlich von dem was klauen oder was ausbauen, um es bei den Outlaws in der Wache zu geben. Ich raff das nicht. Das geht irgendwie nicht. Ganz komisch. Ach, ich wollte zum Haken. Ich wollte zum Haken und Kampflehre machen. Gucken. Und dann wollte ich noch zum Quartiermeister. Der Quartiermeister müsste ja hier auch irgendwo sein. Hier, glaube ich. Verwaltung. Hier, Hagen. Bring mir etwas bei. Alles klar. Kein Gut, dass du Akolyt geworden bist, sondern einfach nur... Ah, okay. Okay, dann machen wir... Fernkampfwaffen. Weil mit Nahkampfwaffen mache ich eigentlich genug Schaden. Hier ist nix. Geh aus dem Weg. Was ist denn der Quartiermeister nochmal? Das ist schon verdächtig. Ja, ne, ist weg. Ich denke, das kann man. Hey, wir sehen uns. Jo, bist immer noch, ne? Bist immer noch undercover Berserker. Legat. Ziemlich viele Legaten hier. Wo ist denn der Quartiermeister nochmal? Wo war der denn, der Quartiermeister? Da ist Eva. Eva will, dass ich die 4 Häuserrätsel löse. Und das 4 Häuserrätsel kann ich nur lösen, wenn ich 4 Häuser Teil 2 finde. Oder Teil 3 oder was auch immer. Da! Nee, das ist das Tor. Verdammt, wo war denn der Quartiermeister? Da unten. Nicht so laut. Tut mir leid. Ich bemühe mich, leiser zu sprechen. Rüstkammer, genau. Der Rüstmeister. Verkaufe mir etwas aus den Lagern. Ich zeige dir alles, was du mit deinem Rang kaufen darfst. So schön. Regentenschwert 2. Erstmal Waff. Regentenschwert 2, minus 2 Schaden. Kann aber gesockelt werden. Spezifizierung empfohlen. Es wäre logisch, es zu verbessern. Kostet 3600. Leck mich am Arsch. Lasergewehr 2, Geschicklichkeit 66. Lasergeschwer LTS 2. Macht 53 Schaden. Das ist echt krank. Kostet aber 2500. Akolytenhelm plus 4 Rüstung, also plus 2 Rüstungsschaden mehr, 2 Rüstung mehr. Akolytenrüstung, ja, wie wäre es, wenn ich mir auch eine Akolytenrüstung-Hose gegeben hättet, ne? Das wäre doch schön. Akolytenhose? Nein, warum? Hier, wie Akolytenhose? Wir haben ja nicht mal Stiefel. Ich muss sie kaufen, sonst passt es einfach nicht. Akolytenhelm,
Ja, den brauche ich nicht unbedingt. Das passt dann einfach nicht, wenn... Nee, das geht aber nicht. Waffen. Ich meine, das Regentenschwert 2 wäre schon geil, aber es ist nicht so gut wie mein Ding. Ich kann es sockeln und verbessern, aber es ist halt nicht so gut wie meine Kettensäge. Das Lasergewehr hat 53 Schaden, was auch nicht schlecht ist. Reichweite 30 Meter. Wie weit ist denn 30 Meter? Jetzt nicht so weit, oder? LT5-1 macht 53 Schaden. Kann nicht verbessert werden. Oder? Doch wahrscheinlich. Und das ist 2, macht 74 Schaden. Brauche ich noch 3 Geschicklichkeitspunkte. So. So, Akolytenhose. Plus 1 Rüstung mehr. So. Verkaufe mir etwas aus dem. Ja. Ich will gar nicht verkaufen. Ich will gar nicht kaufen. Ich will verkaufen. Das war die scheiß Jägerhose. Weg damit. Die brauche ich nicht mehr. Die stinkt. Ich sitze damit seit 50 Folgen rum ungefähr. Da hab ich eine geile Hose an. Guck dir das an. Hier, Automat. Energie. Wieso kann man hier eigentlich Warnertränke kaufen? Das macht gar keinen Sinn. Energieriegel. Ups. Da bin ich einfach froh, dass es kein Friendly Fire gibt. Ein Glück, dass es kein Friendly Fire ist. Das reicht erstmal. Das reicht erstmal. So, was müssen wir machen? Gehen wir nochmal zum Martha zurück. Der hat gesagt, warte ein bisschen, komm später wieder. Aber ich glaube, unterdessen ist genug Zeit vergangen. Gehen wir mal ganz kurz zum Martha. Und ansonsten machen wir die Wahlfahrt. Das klingt sehr spannend, nicht wahr? Wartung. Das klingt wirklich sehr, sehr spannend, im Kreis zu rennen. Irgendeinen haben wir schon gefunden, den dritten und vierten, oder den zweiten und vierten, glaube ich, ne? Den zweiten und vierten Schrein haben wir schon gebetet. Was da für Prüfungen sein sollten, keine Ahnung, fuck mich nicht.